a second to none. The man with the golden gun will get it done. He'll shoot anyone with his golden gun. Es beginnt an einem sonnigen Morgen im Büro von M. im Hauptquartier des Secret Service in London. Guten Morgen, Sir. Calthorpe? Mr. Tanner? Was wissen Sie über einen Mann namens Scaramanga 007? Scaramanga? Ah ja, der Mann mit dem goldenen Colt. Geboren im Zirkus, Vater Manegemeister Kubaner, Mutter Engländerin, führte eine Schlangennummer vor. Mit 10 Jahren erregte er in der Arena als Kunstschütze Aufsehen und als Revolverheld in Rio mit 15. Das KGB engagierte ihn von dort weg, ließ ihn in Europa ausbilden und er wurde ein überbeschäftigter, unterbezahlter Killer. Ende der 50er Jahre machte er sich selbstständig. Gegenwärtiger Preis pro Treffer $1 Million. Kein Foto von ihm in den Akten. Aber dass er ein besonderes Merkmal hat, das wissen wir immerhin. Eine überzählige Papille. Eine was? Eine Brustwarze. Eine dritte Brustwarze. Er benutzt immer eine goldene Patrone, daher Mann mit dem goldenen Colt. Gegenwärtiges Domizil unbekannt. Ich glaube, das ist alles. Warum? Auf diese Frage drückt M. seinem Agenten wortlos eine goldene Patrone in die Hand. Der Scherzartikel. Da steht sogar meine Nummer drauf. Ist uns auch aufgefallen. Offensichtlich als Präsent gedacht. Wer würde wohl für meinen Tod $1 Million bezahlen? Eifersüchtige Ehemänner, wütende Chefs, verzweifelte Schneider, die Liste ist endlos. Außerdem wurde dieser Scherzartikel, wie Sie sich ausdrücken, von einem Zettel begleitet, der seine Auslieferung an Sie persönlich verlangt. Unterschrieben mit S. Und mit Scaramangas Fingerabdrücken drauf. Behauptet jedenfalls die CIA. Warum sollte er mich warnen? Aus psychologischen Gründen. Er verlässt sich auf seinen Ruf, um sein Opfer in Panik zu versetzen. Ich danke Ihnen, meine Herren. Erst nachdem sich die Tür hinter den beiden geschlossen hat und M. mit seinem Agenten allein ist, fährt er fort. Ich entbinde Sie von Ihrem gegenwärtigen Auftrag, 007. Sir. Ja? Die Energiekrise ist noch nicht überwunden. Meiner bescheidenen Meinung nach müssen wir Gibson und seine Solarzellendaten dringender wiederfinden als je zuvor. Allerdings. Und deshalb würde es im Moment meine Pläne stören, wenn Scaramanga Ihnen mit so einem Scherzartikel den Schädel vergoldet. Ich nehme Ihre Demission an. Sie können auch einen Studienurlaub machen und untertauchen, bis das erledigt ist. Oder er mich erledigt hat. Niemand weiß, wo er steckt, noch wie er aussieht. Fairerweise muss man zugeben, der Nachteil liegt auf Ihrer Seite. Habe ich nicht recht? Das wäre alles, 007. Wenn ich ihn zuerst finden würde, Sir, das würde die Situation doch ändern. Wesentlich? Meinten Sie das? Guten Tag, Bond. Im Vorzimmer wendet sich Bond an Miss Moneypenny, M.'s treue Sekretärin. Moneypenny, Fairbanks. Alaska? Nein, Bill Fairbanks, 002. Ach, der arme Bill. Er war der beste Mann, den ich je getroffen habe. Der Mann mit dem goldenen Colt sagt das auch. Offiziell wurde nie bestätigt, dass er es war. Wo war 002, als es passierte? Beirut, 69. In einem Kabarett bei einer Tänzerin namens Saida. Beirut. Moneypenny, Sie sind besser als ein Computer. In mancher Beziehung auf jeden Fall, aber Sie machen ja keinen Gebrauch davon. Miss Moneypenny? Ja, Sir? Oh, einen Moment, mein Schatz. Ja, James? Warum wurde Scaramanga nicht als Mörder von Bill in den Akten vermerkt? Weil die Kugel niemals gefunden wurde. Schatz. Da sitzt James Bond in einem Kabarett in Beirut und verfolgt die zuckende goldene Patrone im Bauchnabel der Tänzerin Sahida. Nach dem Auftritt klopft 007 an ihre Garderobe. Entrée. Guten Abend. Mein Name ist Bond. James Bond. Ihr Tanz ist einfach umwerfend. Und Sie sind es auch. Merci. Und ich bewundere Ihren Charme. Oh, danke.
Ich pflege sonst nicht einfach so hereinzuplatzen, aber ich glaube, wir hatten einen gemeinsamen Freund, Bill Fairbanks. Fairbanks? Ja. Angeblich war er mit Ihnen zusammen, als er plötzlich recht unsanft unterbrochen wurde. Ah, mais oui, Bill. Das war eine furchtbare Nacht. Ich werde sie niemals vergessen. Haben Sie gesehen, wer ihn erschossen hat? Nein, ich lag ja unter ihm. Mit verdrehten Augen. Wenigstens ist er glücklich gestorben. Er hat ihm hinten ein großes Loch gemacht. Der Ärmste. Und die Kugel ist da hängen geblieben? Nein, nein, sie ging durch alles in die Wand. Ich habe sie rausgeholt, bevor Polizei kam. Und jetzt ist Bill mein Talisman. Ich tanze niemals ohne ihn. Er genießt es bestimmt sehr. Aber denken wir nicht mehr an die Vergangenheit. Oh, ich habe gehofft, dass Sie das sagen würden. Werden Sie lange in Beirut bleiben? Oh, das kommt drauf an. Während Bond der Dame seine Gunst bezeugt, versucht er, ihrem Bauchnabel jenes Indiz zu entreißen, das er so dringend gesucht hat. Doch das ist Saida zu intim und sie fängt seine Hand rechtzeitig ab. Also lässt sich Bond etwas anderes einfallen, beziehungsweise den Lippenstift vom Schminktischchen. Du hast den verführerischsten Bauchnabel, der mir je untergekommen ist. Und diesmal versucht Bond, nachdem er pflichtschuldig den Stift aufgehoben hat und noch immer vor der Tänzerin kniet, das goldene Ding mit den Lippen zu stibitzen. Da geht hinter ihm leise die Tür auf und 007 erhält einen so kräftigen Stoß in den Rücken, dass er die Patrone verschluckt. Und dann sind auch schon die drei Männer über ihm. Eine wilde Prügelei beginnt, aus der Bond nach ein paar gezielten Schlägen und dem zweckentfremdeten Einsatz von Haarspray als Sieger hervorgeht. Da vorne an der Garderobentür mittlerweile ein Tumult entstanden ist, zieht 007 es vor, die Hintertür zu nehmen. Oh, ich habe meine Bill verloren. Es war doch etwas zu unruhig für ihn. Meine arme Bill. Taxi zum Hotel, Mister? Nein, zur nächsten Apotheke. Einen Tag später ist Bond wieder in London und lässt im Labor des Secret Service seine Beute untersuchen. Solche Dumm-Dumm-Geschosse mit abgeflachter Spitze reißen riesige Wunden in den Körper. Ganz heimtückisch. Und sicher haben Sie recht. Aber vielleicht können Sie mir sagen, wo das Ding hergestellt wurde und von wem. Nun, glücklicherweise fehlt kein Stück. 20,003 Gramm. Demnach wurde das Geschoss aus einer 4,2-Millimeter-Waffe abgefeuert. Kothorp, eine 4,2-Millimeter-Waffe gibt es nicht. Die Tatsache, dass von den Fabrikanten, die wir kennen, sowohl auf militärischem wie auf zivilem Sektor, keiner so ein Geschoss herstellt, heißt noch nicht, dass es so etwas nicht gibt. Abteilung Q zum Beispiel hat schon die ungewöhnlichsten Kaliber für die ungewöhnlichsten Zwecke hergestellt. Und wir prägen weder Markenzeichen noch Seriennummern an. Was eine Identifizierung so gut wie unmöglich macht. Soll das heißen, es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, um den Weg der Kugel zurückzuverfolgen? Nein, ganz so weit würde ich nicht gehen. An unseren Normen gemessen ist die Ausführung ziemlich primitiv. Weichgold, 23 Karat mit Spuren von Nickel. Wird in Europa kaum verwendet, kommt aus Indien. Fernost? Hm? Oh. Warum nicht Indien? Der Nickelgehalt ist dafür einfach zu niedrig, 007. Lazar? Lazar? Einfallsreich. Absoluter Spezialist. Ja. Das ist die Lösung. Was zum Teufel ist Lazar? Nicht was, sondern wer? Ein Portugiese. Er lebt in Macau. Der Bursche, der die Kugel gemacht hat, 007. Bonds nächstes Ziel ist das Chinesenviertel von Macau. Von einer Rikscha lässt er sich hinfahren. Ich störe Sie nur sehr ungern beim Essen, aber wohnt hier Senor Lazar? Lazar. Ich habe diese Adresse bekommen. Ist er
Senor Lazar? Ich heiße Bond. James Bond. Eine unerwartete Ehre, Mr. Bond. Ihr Ruf ist Ihnen vorausgeeilt. Wollen Sie bitte folgen? Der Waffenbauer führt 007 in den Keller des Hauses. Seine Werkstatt. Voller Waffen. Es wäre der Höhepunkt meiner Karriere, wenn ich etwas für Sie anfertigen dürfte, Mr. Bond. Ein Gewehr vielleicht? Sehen Sie, hier hatte ich ein interessantes Problem. Eine Spezialanfertigung für einen Klienten. Ihm fehlen seit kurzem zwei Finger. Bitte. Der Abzugshahn fehlt auch. Er ist im Kolben eingearbeitet. Nur an die Schulter pressen. Das Visier stimmt nicht. Sie haben fünf Finger. Der Kolben ist ausbalanciert für drei. Deshalb liegen Sie 2 Zentimeter zu tief. Hier finden Sie nur Spitzenexemplare aus Künstlerhand. Massenproduktion wie Ihre Walter PPK überlasse ich anderen. Und die Munition? Auch darin kann ich jeden noch so ausgefallenen Wunsch befriedigen. In Gold, wenn ich das wollte? Hab ich schon mal für einen Klienten gemacht. Ist mir bekannt. Francisco Scaramanga. Beziehungen zwischen mir und meinen Klienten, Mr. Bond, behandle ich absolut vertraulich. Wie ein Arzt oder ein Priester das Beichtgeheimnis. Selbstverständlich. Nur arbeiten Sie für fingerlose Ehrenmänner, machen Kugeln für Mörder. Mr. Bond, es ist nicht die Kugel, die tötet, sondern der Finger am Abzug. Sehr schön gesagt. Aber ich ziele gerade zwischen Ihre Beine. Entweder Sie reden jetzt oder es ist zu spät. Ich habe Mr. Scaramanga nie gesehen. Kugel für Kugel, bar bezahlt, das müsste doch Ihr bester Kunde sein. Das stimmt schon, aber unglücklicherweise braucht er die Kugel nur gelegentlich. Wann war die letzte Lieferung? Mr. Bond, das ist unmöglich, ich kann nicht. Sie haben recht. 2 zu tief. Ich habe gerade eine Sendung zur sofortigen Lieferung fertiggestellt. Wer holt das ab? Ich schwöre Ihnen, ich habe keine Ahnung. Ich soll ins Casino gehen, dort kriege ich mein Geld und die Dinger verschwinden. Im Casino beobachtet Bond, wie die Kugeln unauffällig an eine schöne Frau übergeben werden, die auch bezahlt. 007 folgt ihr bis an Bord eines Tragflächenbootes. In wenigen Minuten, meine Damen und Herren, werden wir im Hafen von Hongkong sein, einem der verkehrsreichsten Häfen der Erde. Darf ich Sie daran erinnern, Ihren Pass und Ihren Hafenausweis bereitzuhalten, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden? Linke Hand sehen Sie das Wrack des berühmten Passagierschiffes Queen Elizabeth, das hier 1971 unter mysteriösen Umständen gesunken ist. In Hongkong steigt die hübsche Zielperson in einen wartenden Rolls. Und 007 springt in ein Taxi. Folgen Sie dem Rolls da drüben. Doch dazu kommt es nicht mehr. Ein offener Sportwagen schneidet dem Taxi den Weg ab. Wütend springt 007 aus dem Auto. Madam, würden Sie freundlicherweise Ihre Bettpfanne ein bisschen beiseite stellen? Ich komme ein bisschen spät, James. Aber deine Nachricht aus Macau hat uns leider nicht früher erreicht. Du bist mir eine enorme Hilfe, Goodnight. Geh zur Zulassungsstelle und finde heraus, wem der Wagen gehört. AU603, ein grüner Rolls. Ein grüner Rolls? Ein grüner Rolls Royce. So viele wird es ja nicht geben in Hongkong. Schnell ist der grüne Rolls gefunden. Er hält vor dem Hotel. Es ist Kundendienst für die Gäste. Alle grünen Rolls-Royce gehören dem Peninsula Hotel. Ist es nicht fantastisch, was eine höhere Tochter bei der Abwehr lernt in 2 Jahren? James, ich freue mich so, dich wiederzusehen. Wo willst du hin? Ich brauche nur eine Information. Und nach einem kurzen Gespräch mit dem Portier hat Bond die auch. Die zu überwachende Person bewohnt Zimmer 602. Ich lade dich zum Abendessen ein, Goodnight. Aber vorher muss ich mich einer offiziellen Angelegenheit widmen. Ja, die offizielle Angelegenheit habe ich gesehen. Goodnight, würde ich dir so etwas antun nach 2 Jahren? Ja, dir würde ich noch viel mehr zutrauen. Kurz darauf marschiert 007 mit Champagner in einem Eiskübel und 2 Gläsern über den Flur des 6. Stocks im Hotel. Ein diensteifriger Etagenkellner will ihm natürlich sofort die Sachen abnehmen. Bitte. Ich komme schon zurecht. Aber Sie könnten hier wenigstens eine Tür aufschließen. Ich öffne Champagner? Nein, das ist eine Überraschung.
Mit gezogener Waffe durchsucht Bond die luxuriöse Suite, bis er entdeckt, dass die Dame gerade unter der Dusche weilt. Also ungefährlich, aber sehr hübsch. 007 steckt die Waffe wieder ein. Guten Abend. Die junge Dame ist durchaus überrascht, aber als die Tür der Dusche zur Seite gleitet, hat sie eine Waffe in der Hand. Eine Wasserpistole? Geben Sie mir den Bademantel. Drehen Sie sich um. Haben Sie immer eine Waffe dabei, wenn Sie duschen? Nehmen Sie die Hände hoch und dann nichts wie raus hier. Schön weitergehen. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Telefonzentrale, was kann ich für Sie tun? Hier ist Miss Anders, Zimmer 602. Als die blonde Schönheit Bond einen Moment aus den Augen lässt, nimmt er in aller Ruhe die Zigarettenschachtel aus ihrer Handtasche, in der sich die goldenen Patronen befinden. Legen Sie das sofort wieder hin! Deshalb ist die Warnung auf den Zigarettenschachteln vorgeschrieben. Geben Sie das her! Die Dinger sind ja tatsächlich lebensgefährlich. Au, Sie tun mir weh, mein Arm! Ich zerbreche ihn, wenn Sie mir nicht sagen, wohin diese Kugeln gehen. Oh, ich kann nicht. Versuchen Sie's. Er bringt mich um. Wer? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ah, Scaramanga. Da sehen Sie, was Sie können, wenn Sie es versuchen. Sie arbeiten für ihn? Nein, ich arbeite nicht für ihn. Er ist mein, ich bin seine... Als Liebhaber ist er also auch unterwegs? Nur bevor er tötet. Stierkämpfer machen es genauso. Sie behaupten, das schärft das Auge. Zurzeit hat er mich im Auge. Wo finde ich ihn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, wo? Ich weiß nicht, wo. Er erzählt mir nicht alles. Ich weiß nur, dass er im Bottoms Up Club ist heute Nacht. Woran erkenne ich ihn? Schlank, hochgewachsen und dunkelhaarig. Das ist meine Tante auch. Hat er nicht irgendein besonderes Merkmal? Ja, aber wie kann ich... Er ist nicht wie andere Menschen. Er hat drei... Ein faszinierender anatomischer Leckerbissen. Aber zweifellos die nutzloseste Information, die ich je gehört habe. Es sei denn, der Bottoms Up ist ein Striplokal, in dem Scaramanga auftritt. Lassen Sie sich was Besseres einfallen. Er trägt meistens einen weißen Leinenanzug, schwarzen Schlips und nur echten Goldschmuck. Oh. Bravo, Sie machen sich. Ich will nicht, dass Sie mir noch mal den Arm umdrehen. Ich übrigens auch nicht. Und jetzt sage ich Ihnen, was Sie tun werden, Miss Anders. Sie werden diese goldenen Kugeln Mr. Scaramanga überbringen. Denn wenn er sie nicht kriegt, taucht er im Bottoms Up vielleicht nicht auf. Und ich möchte, dass er da auftaucht. Warum sollten Sie mir vertrauen? Tue ich gar nicht. Aber noch weniger würde Ihnen Scaramanga vertrauen, wenn er von dieser interessanten Unterhaltung erfährt. Wer weiß. Vielleicht benutzt er sogar eine dieser kleinen Kugeln für Sie. Und das wäre ein Jammer. Weil sie extrem teuer sind. Ich werde sie ihm bringen. Darauf wollen wir trinken. Bottoms Up. Man könnte das Bottoms Up auch als oben ohne Lokal der gehobenen Klasse bezeichnen. Soda oder Ginger Ale? Ginger Ale, bitte. Als Bond über die Straße zum Bottoms Up geht, wird auf ihn geschossen. Aber ein anderer bricht tödlich getroffen zusammen. Mit gezogener Waffe wirft sich 007 in Deckung. Doch dann hat er auf einmal eine ganze Menge Ärger am Hals. Ein Mann in Zivil richtet seine Waffe auf ihn. Polizei, werfen Sie die Waffe weg! Waffe weg! Als ein zwergwüchsiger Mann sich dem Toten nähert, reagiert der Polizist sauer, während er Bond zu einem Auto führt. Verschwinden Sie da! Wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, den Revolver anzusehen, wüssten Sie, dass damit gar nicht geschossen wurde. Das können Sie alles auf dem Revier erzählen. In dem Moment hält ein Streifenwagen. Der Mann in Zivil hält den herausspringenden Beamten kurz einen Ausweis entgegen. Fest, Paragraph 473. Und schon fährt der Wagen los. Sie haben mir Ihren Ausweis nicht gezeigt.
Komm noch. Die Fahrt endet am Hafen, wo ein Polizeiboot wartet. Kommen Sie darüber. Ich dachte, wir fahren zum Polizeirevier. In Kowloon. Kowloon liegt aber dort. Wir fahren in den neuen Distrikt. Als sie eine gekenterte Junke passieren, nutzt 007 seine Chance und springt auf das andere Boot. Hey, sind Sie wahnsinnig? Hinterher! Hört auf, bis ich komme! Auf der Junke wird 007 offenbar schon erwartet. Eine Lautsprecherstimme spricht ihn an. Willkommen an Bord, Commander Bond. Hier entlang, Sir. Durch diese Luke, bitte. Unter Deck empfängt ihn ein Offizier. Guten Abend, Sir. Würden Sie mir bitte folgen? Hier wird man ja seekrank. Eingekeilt zwischen Chinesen und Amerikanern ist das der einzige Platz in Hongkong, wo man vor Abhöreinrichtungen absolut sicher ist. Und bei den gegenwärtigen Grundstückspreisen in Hongkong ist es außerdem sehr praktisch. Habt ihr es geschafft? Eine chinesische Düsenmaschine, die wir bergen konnten. Guten Abend, 007. Ich freue mich, dass es Sie immer noch gibt. M. persönlich steht vor ihm. Und dann kommt auch noch der obskure Polizist, der ihn festgenommen hat, durch die Tür. Wenn Sie wieder einmal unbedingt die Welt der Susi Bong bei Nacht inspizieren müssen, informieren Sie vorher unseren Mann hier, Lieutenant Hip. Tut mir leid, Commander. Ich musste Sie vor der Polizei in Sicherheit bringen. Ich wusste ja nicht, wie viel Sie wussten. Nichts. Aber ich denke, es wird Sie interessieren, dass Karamanga nicht den Auftrag hat, mich umzulegen. Er hätte mich heute gar nicht verfehlen können. Stattdessen traf er einen Mann, der aus dem Club kam. Es war ein ziemlicher Schock, als ich sah, wer es war. Das glaube ich Ihnen gern. Es war unser Experte für Solarenergie, den wir vermisst hatten. Ja, Gibson. Er war bereit, unter gewissen Bedingungen zurückzukehren. Deswegen bin ich hier zusammen mit Professor Frazier. Lieutenant Hip hatte einen ersten Kontakt hergestellt. Ich wünschte fast, Scaramangas Auftrag hätte Ihnen gegolten. War Gibson verhandlungsbereit? Es ging ihm vor allem um Straffreiheit. Die Einzelheiten sollten dann in Bangkok besprochen werden. Warum in Bangkok? Ich fürchte, dass er dort für High Fat gearbeitet hat. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ein Multimillionär, Inhaber der High Fat Holding Company. Lauter legitime Unternehmung, soweit wir wissen. Was hat uns Gibson zu bieten, Lieutenant Hip? Ein Solex, angeblicher Wirkungsgrad 95%. Mit der Entwicklung einer so wirksamen Solarzelle wäre die Energiekrise überwunden. Ja, ich kenne das Thema. Kohle- und Ölvorräte sind bald verbraucht, Uran wäre zu gefährlich, geothermische und Gezeitenkraftwerke sind zu kostspielig, das weiß ich doch längst alles. Wo ist das Solex jetzt? Der Solex-Generator, Sir. Das zentrale Bauelement, um Sonnenstrahlen direkt in elektrische Energie umzuwandeln, und zwar in industriellem Maßstab. Er ist nicht viel größer als so. Ich brauche nicht lange, um nachzuprüfen, ob das mit dem Wirkungsgrad von... Es ist wirklich zu aufregend. Kann ich es jetzt mal sehen, Lieutenant? Er zeigte es mir noch in der Bar und steckte es gleich wieder in seine Tasche. Doch nach dem tödlichen Schuss war es weg. Ich habe nachgesehen. Gentlemen, ich muss Ihnen gratulieren. Ein perfektes Solex hätten wir haben können. Und was bringen Sie mir? Eine völlig nutzlose Leiche und nicht eine Spur. Eine Spur schon. Nehmen wir einmal an, der Mörder von Gibson ist Scaramanga. Dann konnte sich der Auftraggeber $1 Million leisten. Heißt das, Sie denken an High Fat? Er könnte es sich leisten. Das zahlt er aus der Westentasche. Stellen wir uns die Situation doch einmal vor. High Fat engagiert Scaramanga. Dann ist es doch unwahrscheinlich, dass er ihn persönlich trifft. Wieso? Für den Fall, dass irgendwas schief geht, gibt es keine Verbindung zwischen den beiden. Und da scheint mir eine Chance zu liegen, High Fats Bekanntschaft zu machen. Kuh, das hätte ich gern von Ihnen. So, wissen Sie, 007. Oh, ich gebe zu, es ist etwas delikat. Sie werden Miss Goodnight mitnehmen. Goodnight, Sir? Bring diesen Gentleman zur Tür. Draußen wartet Lieutenant Hip auf Bond. Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie ihn gesehen haben. Er hat mich sogar zum Abendessen eingeladen. Ich wüsste zu gern, was der an mir findet. High Fat hat unterdessen schon eine Entscheidung getroffen.
Wenn die Zeit reif ist, wird man mich hier in meinem Mausoleum zur Ruhe bringen. Nach einem erfüllten, glücklichen, langen Leben. Und ich denke nicht daran, mir mein Leben von einem Mr. Bond verkürzen zu lassen. Sagt er zu Scaramanga, der gerade Bonds Auftritt durch ein Fernglas beobachtet hat. Am Abend bricht Bond auf, um pünktlich auf Heifetts Anwesen zu erscheinen. Ich hol den Wagen. Good night, ich würde ja viel lieber mit dir zu Nacht essen. Das kann ich gut verstehen, James. Aber beeil dich bitte. Ich rufe dich an, wenn ich wieder da bin. Ein Mitternachtshappen wäre doch die Sache. Ich werde den Wein hübsch kühl halten. Und alles andere warm, will ich hoffen. Doch als Bond in den Wagen steigt, sitzen auf dem Rücksitz zwei junge Mädchen. Good night ist begeistert. Und alles andere hübsch warm. Die Erklärung ist schnell gegeben. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich meine Nichten ein Stück mitnehme. Aber mitnichten. Das Haus von Heifetz liegt auf dem Weg. Ich bringe die Mädchen weg und warte dann hier auf Sie. Kurz darauf läutet Bond am Tor. Mein Name ist Scaramanga. Mr. Fett erwartet. Ja, kommen Sie. Aber auf dem Weg zum Haus wird 007 angegriffen. Zwei Sumo-Ringer kann er noch ausschalten. Aber dann kommt wieder dieser zwergwüchsige Teufelsbraten und drischt ihn von hinten nieder, um ihn endlich zu töten. Halt! Nicht hier. Mein Haus bleibt sauber. Bringt Mr. Bond zur Schule. Bond erwacht davon, dass zarte Hände ihn massieren. Himmlisch. God save the Queen. Erst jetzt bemerkt Bond, dass er am Rande eines Kampfplatzes liegt, auf dem die Judokas trainieren. Und er wird Zeuge eines blutigen Schwertkampfes bis zum Tod. Dann schlägt sein Stündlein. Doch 007 wandelt die Höflichkeitszeremonien etwas ab. Er tritt zu, als sich der andere gerade vor ihm verbeugt, und neigt dann sein Haupt vor dem gefällten Gegner. Nicht ganz korrekt, aber sehr wirkungsvoll. Doch leider war dies noch nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit. Der nächste Kämpfer tritt an. Und diesmal hat Bond keinen leichten Stand. Darum bleibt ihm auch nur noch die Flucht. Nach einer wilden Verfolgungsjagd, bei der noch einige Boote auf den Kanälen von Bangkok zu Bruch gehen, gelingt es 007 schließlich, sich aus dem Staub zu machen. Kurz darauf im Haus von Heifetz. Scaramanga kann eine gewisse Belustigung nicht verbergen. Was lernt man eigentlich in Ihrer Schule? Ballett tanzen? Ich wüsste nicht, was an der Tatsache, dass Mr. Bond entkommen ist, amüsant wäre. Sie haben ihn unterschätzt. Nicht einmal mein Einfluss reicht bis zum British Secret Service. Ich werde eine Zeit lang von der Bildfläche verschwinden. Ich denke nicht daran, ein Projekt zu gefährden, in das ich mein halbes Vermögen gesteckt habe und das demnächst Milliarden abwerfen wird. Und wohin wollen Sie sich zurückziehen? Das ist nicht Ihre Sache. Nehmen Sie das hier. Bringen Sie es zur Anlage zurück und rühren Sie sich nicht von dort weg ohne meine Erlaubnis. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie für mich arbeiten? Ich habe Sie in die Firma mit hereingenommen, damit Sie mich gelegentlich entlasten. Sonst nichts. Ich habe Sie nicht angestellt, damit Sie sich in meine Angelegenheiten einmischen. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Oh ja, durchaus. Es tut mir bereits leid, dass ich mich jemals mit dem Gedanken befasst habe, Sie zu engagieren. Aber das steht jetzt nicht zur Diskussion. Bond weiß nicht, dass Sie in Bangkok sind und er hat Sie nie gesehen. Aber er kennt mich. Das ist das ganze Problem. Gar kein Problem. Plötzlich hat Scaramanga seinen berühmten goldenen Colt in der Hand. Sie sind entlassen. Was ist passiert? Mr. Fett ist eben zurückgetreten.
Ich bin der neue Chef des Unternehmens. Er schwärmte immer von seinem Mausoleum. Bringen Sie ihn da rein. Abendessen mit Goodnight im Hotel. 007 kommt gerade vom Telefon zurück. Entschuldige, mein Schatz. Es war hip. Jede Erkundigung nach High Fat wird mit einem höflichen orientalischen Achselzucken beantwortet. Mit besten Man stößt an. Oh, mein Geschmack. Tatsächlich? Nicht der Wein. Was du annerst. Eng, wo es eng sein muss. Nicht zu viele Knöpfe. Standarduniform für Südostasien. Die Knöpfe sind auf der Rückseite. Sicher ein Entwurf von Q. Einer der Knöpfe ist eine Selbstmordpille, nehme ich an. Nein, aber in Knopf Nummer 1 ist ein Minisender. Originell. Ein Toast. Per ora e per il momento che verrà. Auf diesen Moment und auf den, der noch kommt. In unserem Beruf darf man nicht auf zukünftige Augenblicke zählen. Wer weiß, wo du und ich nächstes Jahr um diese Zeit sein werden? Höchstwahrscheinlich an entgegengesetzten Enden dieser Welt. Das ist zu weit auseinander. Aber wenn Hip nicht noch eine Spur findet, gibt's eigentlich nichts für uns beide zu tun heute Nacht. Oder doch? Der Gedanke ist verführerisch. Aber nur als eine vorübergehende Laune, ein paar Stunden mit dir totzuschlagen, das ist nicht mein Fall. Also muss 007 allein ins kühle Laken steigen. Doch kaum hat er sein Zimmer betreten, raschelt es an der Verbindungstür. Bond zieht die Waffe. Ach. Good night. Was für eine hübsche Überraschung. Meine Grundsätze haben nicht lange standgehalten. Man hat mich darauf trainiert, stets das Unerwartete zu erwarten, aber auf dich im Nighty hat mich niemand vorbereitet. Und endlich küssen sich die beiden. James. Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt. Wieso hast du dir es anders überlegt? Ich bin schwach. Plötzlich versucht jemand, die Zimmertür aufzuschließen. Bond springt vom Bett und löscht das Licht. Nicht bewegen. Goodnight zieht sich die Decke über die Ohren, als eine Gestalt den Raum betritt. Schnell schaltet 007 die volle Deckenbeleuchtung an. Miss Anders, in einem Kleid hätte ich Sie beinahe nicht wiedererkannt. Ich habe einen Pagen bestochen. Er hat mir die Tür aufgeschlossen. Ich komme, um Sie zu warnen. Sie sind in großer Gefahr. Das bin ich meistens. Deswegen benutze ich auch immer den alten Trick mit den 3 Kopfkissen. Ich habe mein Leben riskiert, als ich hierher gekommen bin. Oh, Ihre Sorge um mein Wohlergehen ist rührend, aber auch etwas verwirrend. Scaramanga ist in Bangkok. Er war auch in Hongkong, aber nicht meinetwegen. Das Thema haben wir hinter uns. Ich hasse Scaramanga, er ist ein Ungeheuer. Dann verlassen Sie ihn. Einem Scaramanga entkommt man nicht. Er würde mich überall wiederfinden. Sie brauchen einen guten Anwalt. Ich brauche 007. Was glauben Sie, wer die Kugel mit Ihrer Nummer drauf damals nach London geschickt hat? Das war ich. Und es war gar nicht leicht, seine Fingerabdrücke auf den Zettel zu bekommen. Sie müssen mir verzeihen, wenn ich da nicht ganz mitkomme. Töten Sie ihn. Sie sind der einzige Mann auf der Welt, der das fertigbringt. Wie kommen Sie auf diesen Gedanken? Durch die Art, wie Scaramanga von Ihnen spricht. Er ist Ihnen sogar irgendwie ähnlich. Wie schmeichelhaft. Ich will Scaramangas Tod. Mir ist kein Preis zu hoch. Ich bezahle ihn. Sie können auch mich haben, wenn Sie wollen. Es wäre nicht einmal ein Opfer. Ich könnte mir denken, dass Sie jetzt ehrlich sind. Ich habe davon geträumt, dass du mich befreist. Ich habe geträumt von einem Solex Agitator. Schon mal davon gehört?
Vielleicht kannst du den auch haben. Während Miss Anders im Bad verschwindet, zieht 007 Goodnight unter der Bettdecke hervor und öffnet den Kleiderschrank. Nein, meine Kleider sind da drüben. Rein mit dir. Ich bring das Weib um. Später. Und damit schließt Bond die Tür. Im nächsten Moment taucht auch schon Miss Anders wieder auf. Sie trägt nur noch einen Bademantel. Charmant. Das mit der Kugel. Mein Genieblitz. Und damit bettet man sich zu Ruhe. Einige Stunden danach kehrt Miss Anders wieder auf Scaramangas Schiff zurück. Du kommst spät. Der Film hatte Überlänge. Was tust du da? Ich lege meinen Schmuck weg. Und neben dem Schmuck liegt im Safe der Solex Agitator. Zur gleichen Zeit öffnet 007 in seinem Hotel die Schranktür. Na, brav geschlafen. Du kannst jetzt rauskommen. Wie spät ist es? Gegen zwei. Zwei? Soll das heißen, ich war 2 Stunden hier drin? Jeder tut seine Pflicht. Pflicht, sagst du? Ich kündige morgen früh. Oh, Goodnight, was soll das? Schau, der Geheimdienst ist auf Frauen wie dich angewiesen. Du offensichtlich keineswegs. Verzeih mir, Schätzchen. Deine Stunde kommt auch noch, ich verspreche es dir. Sobald sie mir das Solex gebracht hat. Als Preis für Scaramangas Tod? Das Solex bringt sie mir vorher. Vorher? James, Junge, musst du gut sein. Das muss doch rauszukriegen sein. Das nächste Mal frage ich sie. Sie hat versprochen, sie meldet sich wieder. Man trifft sich an einem unauffälligen Ort zur Übergabe. Beim Thai-Kickboxen. 007 setzt sich neben Miss Anders. Ich komme ein bisschen spät, der Verkehr in Bangkok ist schlimmer als in London. Goodnight und Hip sind in der Nähe und mit Funk verbunden. Verbindung aufgenommen. Wie macht sich der Schambold? Müssen Sie noch fragen? Wir treffen uns draußen. Bond möchte jetzt zum geschäftlichen Teil übergehen. Haben Sie es dabei? Doch Miss Anders kann nicht mehr antworten. Sie hat nämlich ein kleines, rundes Loch in der linken Brust und daran stirbt man meistens. Doch Bond will wenigstens mal unauffällig in ihrer Handtasche nachsehen. Darling, du hast es in deine Handtasche gesteckt. Zusammen mit dem Zettel. Der Mann im Laden hat es dir doch gegeben. Ohne den Zettel kriegen wir nämlich keine Einfuhrgenehmigung. Da drin ist es nicht, Mr. Bond. Ich habe schon nachgesehen. Das würde ich auch nicht tun. Sehen Sie sich mal um. Tiefer. Ein Schießeisen und ein Beutel Erdnüsse, originell. Und wie soll das jetzt weitergehen? Mein Name ist Scaramanga. Francisco Scaramanga. Ich habe das Gefühl, ich kenne Sie, obwohl ich nie damit gerechnet habe, Ihnen zu begegnen. Es ist mir eine große Freude und dafür bin ich Miss Anders sehr dankbar. Zeigen Sie Ihre Dankbarkeit immer so? Eine Geliebte sollte nicht zwei Männern dienen. Ein schwieriger Schuss, aber ich bin sehr zufrieden. Ja, ein jeder vergnügt sich auf seine Weise. Bei mir waren es schon immer Schusswaffen, Mr. Bond. In diesem Moment fällt Bonds Blick auf das Solex, das vor ihm am Boden liegt. Es muss aus der Tasche gefallen sein. 007 setzt den Fuß darauf und winkt dem Nüsseverkäufer. Ich bin in einem Zirkus aufgewachsen, ohne Eltern. Der einzige Freund, den ich hatte, war ein gewaltiger afrikanischer Elefantenbulle. Eines Tages misshandelte ihn sein Pfleger und er wurde rasend. Blutend, sterbend, suchte er nach mir und er fand mich. Er machte einen Handstand, sein bester Trick. Er hob mich auf und setzte mich auf seinen Rücken. Der Wärter schoss seinen Revolver leer ins Auge des Elefanten. Ich hatte meine Bühnenpistole. Und damit schoss ich dem Wärter ins Auge. Auge um Auge.
007 kauft sich eine Packung Nüsse und mit dem Geld wirft er unbemerkt das Solex aufs Tablett des Verkäufers, der eigentlich Hip heißt und Lieutenant ist. Nüsse? Wissen Sie, ich dachte immer, mein größtes Glück sei meine Liebe zu Tieren. Aber dann entdeckte ich ein noch größeres Glück, Menschen zu erschießen. Hip bringt das wertvolle Teil sofort nach draußen zu Goodnight. Nehmen Sie das, Sie dürfen es nicht verlieren, auf keinen Fall. Ich muss wieder rein und James helfen. Ist irgendwas schiefgegangen? Hinter ihm steht ein Zwerg mit einem Revolver. Ein Zwerg? Derselbe, den ich schon mal gesehen habe, von Buttons ab. Das Mädchen ist tot, rufen Sie die Polizei. Am Boxring hält Scaramanga weiter seine Monologe. Das Mädchen ist zu ersetzen, vergessen Sie sie. Und was sie mir gestohlen hat, finde ich schon wieder. Persönlich habe ich nichts gegen Sie, Mr. Bond, also wollen wir hoffen, dass unsere Pfade sich nie wieder kreuzen. Und versuchen Sie nicht mehr zu folgen. Ihr erdnusssüchtiger Freund da hinten hätte wahrscheinlich was dagegen. Ja, wahrscheinlich. Als Lieutenant Hip herangekeucht kommt, sind Scaramanga und der Zwerg schon im Gewühl untergetaucht. Wo ist das Solex? Hat dich Goodnight gegeben? Und wo ist Goodnight draußen? Doch Goodnight ist nicht draußen. Sie wird beim Wagen sein. Beim Wagen ist sie auch, aber bei Scaramangas. Sie will gerade einen Sender im Kofferraum anbringen, als sie von hinten einen kräftigen Stoß verspürt und kopfüber in den Kofferraum fliegt. Scaramanga hat das Kräubchen gefangen. Bond und Hip suchen vergebens. Ach, Weiber. Walkie-talkie. Good night. Wo bist du? Irgendwo im Kofferraum eines Autos. In einem was? In einem Auto, in dem der Zwerg sitzt. Ich bin eingesperrt. Es ist ein bronzefarbener Wagen. Zulassungsnummer 7543. Und just dieser Wagen fährt gerade an den beiden Männern vorbei. Sofort stürzen sie zu ihrem Wagen, um die Verfolgung aufzunehmen. Die Schlüssel. Ich hab sie nicht. Oh nein. Good night. Wo zum Teufel sind die Autoschlüssel? Die habe ich hier bei mir. Und dieses Ding da, das Solex, das habe ich auch hier. Taxi! Bleib da drin, Goodnight. Wir haben dich aufgespürt. Taxi! Da ein Taxi anscheinend nicht aufzutreiben ist, läuft Bond in die nächste Autohandlung. Leider hat sich auf den Beifahrersitz des vordersten Autos gerade ein gewisser Sheriff Pepper gesetzt, der Urlaub in Bangkok macht. Wie wär's mit einer kleinen Probefahrt? Zu Ihren Diensten, Sir. Himmel, Arsch und Zwirn, Sie sind wohl wahnsinnig! Ja, jetzt erkenne ich Sie. Ob das noch? Sie sind der Geheimagent, der englische Geheimagent aus England. Sie haben doch wieder einen auf den Kieker. Wer ist denn diesmal der Knabe, ein Kommunist? Schnappen wir uns den Burschen auf Pepper, können Sie sich verlassen. Macht das ihr mit euren Scheißkarren, ihr Verschwindet, ihr Schlitzaugen. Ich bin Polizeioffizier. Hörst du mich nicht, James? Alles in Ordnung, Goodnight. Nur keine Panik. Wer ist das? Das ist das Hauptquartier. Den werde ich mal den Arsch aufreißen. Hey, hallo. Hier Sheriff J.W. Pepper. Von der Polizei des Staates Louisiana. Rufen Sie auf der Stelle meine Frau im Narai Hotel an und sagen Sie ihr, ich bin im Einsatz. Mit einem Sonderauftrag. Richtig? Richtig. Sagen Sie, hinter welchem Wagen sind wir eigentlich her? Jetzt mischt Bond erstmal den Markt von Bangkok auf. Und die Polizei, die den Verrückten stoppen will, kriegt auch ihr Fett. Schließlich haben sie Scaramanga und den Zwerg in die Ecke getrieben. 007 bremst vor einem Haus, in das er sich geflüchtet hat. So, jetzt schnappen wir uns die Burschen! Doch da fährt auf der Rückseite des Hauses ein riesiges Tor auf. Verblüfft und machtlos sehen Bond und Pepper, wie Scaramangas Auto mit einem Flugzeugaufsatz versehen Fahrt aufnimmt und abhebt. Mit der verzweifelten Goodnight im Kofferraum. Bald sind Bond und Hip auf der alten Junke bei M. Mehr kann ich beim besten Willen nicht berichten, Sir.
Also, wenn ich richtig gehört habe, ist Scaramanga entkommen. Ja, Sir. In einem Auto, dem Flügel entsprossen sind. Oh, das ist durchaus zu machen, Sir. Wir sind gerade dabei, sowas zu entwickeln. Nun, verschonen Sie mich. Und Miss Goodnight war im Kofferraum? Ja, Sir, wir haben das Flügelauto gefunden. Es war leer, 300 Kilometer westlich von Bangkok. Und das Solex? Ist in der Handtasche von Goodnight, Sir. Wo ist Goodnight jetzt? Wir wissen es nicht, Sir. Unsere Funkzentrale bekommt keine Verbindung mehr mit dem Minisender, den Kuba hier installiert hat. Unfug. Die müssen dann mit der Empfindlichkeit weit genug raufgehen, bei dem System, das ich eingebaut... Ach, seien Sie bloß still, Kuh. Immer diese verfahrenen, unüberlegten Operationen. Was geht's? Wir empfangen Goodnights Signal wieder. Immerhin etwas. Aber etwas ist dabei sehr merkwürdig, Sir. Unser Sektor ist hier. Und wir empfangen Ihr Signal aus dieser Richtung. Es kommt von irgendwo da draußen auf See. Hier haben wir es nochmal in größerem Maßstab. Irgendwo hier befindet sie sich, auf einer von diesen kleinen Inseln. Das hat uns gerade noch gefehlt. Rotchinesische Gewässer. Oh, wir könnten uns doch rein zufällig dahin verirren, Sir. Im Tiefflug unter Ihrem Radarschirm durch. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn der Premier was davon erfährt, hängt er mich an der höchsten Ra auf. Offiziell werden Sie nichts davon wissen, Sir. Einige Stunden später ist Bond unterwegs. Aber er bleibt nicht unbemerkt. Ein einmotoriges Flugzeug kommt auf Ihre Insel zu. Sollen wir uns da einschalten? Nein. Bitte unternehmen Sie gar nichts. Ja, es ist ein Gast, den ich erwarte. Nein, er fliegt nicht wieder weg. 007 wassert kurz darauf in einer Bucht. Kaum hat er das Flugzeug verlassen, da kommt ihm am Strand auch schon der zwergwüchsige Teufelsbraten in weißer Kellnerjacke mit einem Tablett entgegen. Bonjour, Monsieur Bond. Ich bin Schnippschnapp. Dom Pérignon 64. Ich bevorzuge den 62er. Nach den Erdnüssen finde ich aber schon das erfreulich. Monsieur Scaramanga begrüßt Sie sogleich persönlich. Da fällt ein Schuss, der aber nur den Korken aus der Flasche reißt, sodass der Champagner sich perlend über das Tablett ergießt. Verzeihen Sie, Mr. Bond, eine etwas derbe zur Schaustellung, aber ich konnte nicht widerstehen. Weil ich mich so wahnsinnig freue, Sie wiederzusehen. Oh, ein harmloses Spielzeug. Ich bin jetzt, wie Sie sehen können, unbewaffnet. Zigarette. Wir haben viel Gemeinsames und müssen über so vieles reden und eine Gelegenheit wie diese kommt nie wieder. Wir beide haben doch den einsamsten aller Berufe, also gönnen wir uns gemeinsam eine heitere Stunde. Wie könnte ich so eine reizende Einladung ablehnen? Fabelhaft, fabelhaft. Schnickschnack, ich erwarte, dass du dich selbst übertriffst. Er ist der Muhammad Ali der Küche. Übrigens, wo ist eigentlich Miss Goodnight? Oh, hier auf der Insel irgendwo. Entkommen kann sie nicht, also darf sie sich frei bewegen. Wie gefällt Ihnen meine Insel? Ein bisschen sehr abseits gelegen. Dafür mietfrei. Ich erweise den Besitzern ab und zu einen Gefallen. Ein liebenswertes Arrangement. Haben Sie nicht Schwierigkeiten mit Personal? Ganz und gar nicht. Schnickschnack versorgt mich ausgezeichnet. Gewöhnlich sind wir ja nur zu zweit, aber Gäste zu haben bedeutet keine Belastung für uns. Wir sind unabhängig. Uns stehen alle nur denkbaren elektrischen Geräte zur Verfügung, die uns jede Arbeit abnehmen. Das hier ist eine Luftschleuse, was Sie zweifellos bemerkt haben. Automatisch natürlich. Die Luft wird hier gefiltert. Selbstverständlich sind wir auch darauf eingerichtet, mehr als genug Elektrizität zu erzeugen. Ich zeige Ihnen die Anlage. Für einen elektrischen Rasierapparat dürfte das wohl reichen. Hierauf bitte. Ein Sonnenenergiekraftwerk. Darum geht das Ganze also. Solarelektrogeneratoren, um Sonnenenergie in elektrischen Strom umzuwandeln. Eine Anlage der High-Fed-Maschinenbau, ganz ohne Zweifel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das alles hier von Ihnen geerbt habe. Das ist Kra, er ist für Wartung und Sicherheit zuständig. Alles andere erledigt Schnickschnack, wenn er nicht gerade das Silber putzt. Angeblich entsteht die Elektrizität hier drin, irgendwo. Physik ist nie meine Stärke gewesen. Superleitfähigkeitsspulen, gekühlt mit flüssigem Helium.
Ich an Ihrer Stelle würde weder meinen Finger noch irgendwas Ähnliches da reinstecken. Bei minus 270 Grad würde Ihnen das flüssige Helium in einen Eiszapfen verwandeln. Das wäre schade drum. Sie verstehen sehr viel mehr davon als ich, Mr. Bond. Ich habe vorgesehen, dass jedes Land, das den Preis bezahlen kann, seine Experten herschickt, um sich das selbst anzusehen. Aber kein Solex, solange das Geld nicht auf der Bank ist, stimmt's? Stimmt, genau. So was Ähnliches habe ich schon mal erlebt. Aber doch nicht das, was ich hier habe. Bei mir kann der Meistbietende ein paar hundert dieser Stationen bauen und für mehrere tausend die Konzession weiterverkaufen. Er wird wortwörtlich die Sonne in der Tasche haben. Ein Monopol auf die Kraft der Sonne. Die Ölscheichs werden jeden Preis zahlen, damit die Sonnenenergie nicht auf den Markt kommt. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das ist das Kernstück des Werkes. Am Boden eines Schachtes entdeckt Bond ein ihm wohlbekanntes Teil. Ah, da gehört es also hin. Unser berühmtes Solex da unten steuert die Strahlungsumwandlung in den Thermogeneratoren. Die Strahlung wird hier gebündelt. Aber wo wird sie aufgefangen? Sie brauchen die Sonne. Achten Sie auf den Felsen da drüben, der aussieht wie ein Pilz, wie eine Morchel. Auf einen Knopfdruck entfalten sich aus der Spitze des Felsens zwei riesige Sonnenspiegel. Genial, finden Sie nicht? Die Paddel stellen sich auf die Sonne ein und folgen ihr automatisch. Irgendwas Ähnliches hier. Ein so konzentrierter Energiestrahl dürfte eine Arbeitstemperatur von mindestens 2000 Grad ergeben. Wenn Sie das sagen, Mr. Bond. Auf jeden Fall kann ich diese Energie konzentrieren, wo ich will. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Das gibt's als Bonus. Zu jeder Solex, kostenlos. Scaramanga zeigt 007 eine Art Lichtkanone. An diesem Stück hänge ich besonders. Und um die Wirksamkeit zu demonstrieren, schießt er Bonds Flugzeug mit einem Strahl in Brand. Diese Konstruktion finde ich geglückt wie keine andere. Aber auch gefährlich wie keine andere. Sie müssen zugeben, Mr. Bond, jetzt bin ich unbestreitbar der Mann mit dem goldenen Colt. Ah, das Essen. Man begibt sich also zu Tisch. Hier drüben, Mr. Bond. Ah, Miss Goodnight. James. Ist dieser Aufzug nicht etwas übertrieben? Ich mag Mädchen im Bikini. Keine versteckten Waffen. Miss Goodnight, bitte. Mr. Bond. Ich bin gespannt, was Schnickschnack für uns gekocht hat. Ah, Pilze. Dieser geschmorte Pilz sieht schrecklich interessant aus. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Der kommt später dran. Macht es dir Spaß, hier in der Sonne zu liegen? Ja. Ich könnte leicht für immer hier bleiben. Man trinkt den ersten Schluck Wein. Exzellent. Erinnert entfernt an den 34er Mouton. Dann fehlt er noch in meinem Keller. Sie leben nicht schlecht, Scaramanga. Bei 1 Million Dollar pro Auftrag kann ich mir das erlauben. Sie arbeiten für ein Butterbrot hier, ein freundliches Gutgemacht Ihrer Majestät und ein Almosen als Pension. Abgesehen davon sind wir gleich. Auf uns, Mr. Bond. Wir sind die Besten. Es gibt einen Kraftausdruck. Der trifft voll auf Sie zu. Wenn ich töte, erfülle ich den Auftrag meiner Regierung. Und wen ich töte, der ist selber ein Mörder. Kommen Sie, Mr. Bond. Sie enttäuschen mich. Ihnen gibt's doch genauso viel Befriedigung zu töten wie mir, geben Sie es zu. Ich gebe zu, dass es eine Befriedigung wäre, Sie zu töten. Vorhin hätten Sie die Gelegenheit gehabt. Aber Ihr Engländer haltet es eben für unsportlich, einen Menschen kaltblütig über den Haufen zu schießen. Das kann sich auch ändern. Doch als Bond um das Jackett greifen will, hat Scaramanga seinen goldenen Colt schon in der Hand. Ich hätte Sie bei der Landung abknallen können, aber das wäre zu leicht gewesen. Sehen Sie, Mr. Bond, wie jeder große Künstler, so will auch ich ein unübertreffliches Meisterwerk schaffen, wenigstens einmal in meinem Leben. Der Tod von 007, Mann gegen Mann, Auge in Auge, wird das meine sein.
Sie meinen ausgestopft und aufgehängt über dem Marmorsockel Ihres Kamins? Eine amüsante Idee, aber ich denke in geschichtlichen Dimensionen. Ein Duell zwischen Titanen. Mein goldener Colt gegen Ihre Walter PPK. Chance 50-50 für jeden. 6 Patronen gegen Ihre eine? Eine genügt mir. Eine etwas altmodische Szene. Ich meine, ein Pistolenduell in der Morgendämmerung. In der Tat, so ist es, Mr. Bond. Aber es ist immer noch der einzige wahre Test für einen Gentleman. Ich zweifle, ob Sie diese Voraussetzung erfüllen. Wie auch immer, ich akzeptiere. Zuerst allerdings sollten wir uns diesem köstlichen Mahl zuwenden, das uns Schnickschnack zubereitet hat. Doch nach dem Essen will Scaramanga keine Zeit verlieren. Monsieur, darf ich Sie daran erinnern, dies ist ein Duell auf Leben und Tod. Nur einer von Ihnen wird das Feld der Ehre lebend verlassen. Falls ein Gnadenschuss nötig ist, bestehe ich als Schiedsrichter darauf, ihn höchstpersönlich auszuführen. Ich rechne jedoch mit keiner Verwundung, nur mit einem sauberen Fangschuss. Auf mein Kommando macht jeder der beiden Duellanten 20 Schritte. Sind Sie fertig, Monsieur Scaramanga? Ich bin fertig. Sind Sie fertig, Monsieur Bond? Fertig. Ich fange jetzt an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Bond schießt, aber Scaramanga ist verschwunden. Die Sache scheint doch kein normales Duell zu werden. Psst. Wenn Sie ihn umbringen, dann gehört das alles mir. Darüber, Monsieur Bond. Monsieur, schießen Sie gut. Ich habe noch nie einen Zwerg getötet. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Monsieur. In einem künstlichen Labyrinth treffen die beiden Gegner aufeinander. Und der Kampf endet tödlich. Good night. James! Oh, James. Ganz ruhig, good night. Wo ist er? Der ist über seine eigene Schlauheit gestolpert. Lass uns sehen, dass wir aus diesem Irrgarten rauskommen und das Solix finden. Warte hier. Ich kümmere mich um den Techniker, um diesen Kran. Habe ich schon erledigt. Ich habe ihn kaltgestellt. Tatsächlich? Ja. Bei dir ist man nie vor Überraschungen sicher. Good night, ich hasse es, dumme Fragen zu stellen, aber wo genau hast du ihn kaltgestellt? Er fiel in den Behälter da. Du liest wohl keine Schilder. Wir haben vielleicht noch 5 Minuten Zeit, bis deine Körperwärme die Temperatur des Heliums auf 0 Grad ansteigen lässt. Und dann fliegt dieser ganze verdammte Laden hier kilometerhoch in die Luft. Tut mir leid, ich habe hier keine Ahnung gehabt. Schnell klettert 007 in den Schacht hinab, um das Solex zu bergen. Goodnight sieht ihm aufgeregt zu und stößt dabei mit ihrem niedlichen Po gegen den Hauptschalter. Schalt den Strahl ab! Schalt die Spannungsübertragung am Hauptsystem aus! Die was? Goodnight! Ja, James! Jetzt hör genau zu! Da oben steht doch die Schalttafel! Da muss ein Blockschalter sein für den Antenneneingang! Drück drauf! Goodnight, bist du noch da? Er muss in den Hilfsrückkopplungskreis geschaltet sein. Hier steht was mit Computern und Einschließen. Ist es das? Drück auf jeden verdammten Knopf, den du finden kannst. In diesem Moment schiebt sich eine Wolke vor die Sonne und unterbricht damit die Energiezufuhr. Aber das kann Bond in seinem Schacht nicht sehen. Also beugt er sich wieder über die Strahlöffnung, um das Solex auszubauen. Gut gemacht, Goodnight. Du hast es geschafft. Tatsächlich? Good night! Raus aus der Hexenküche, ich hab's! Ja. Ich hoffe, du kannst schwimmen, Good night! Darüber! Deine Junke liegt gleich um die Ecke!
Und während hinter ihnen die Insel in die Luft fliegt, segeln Goodnight und James aufs offene Meer hinaus. Später in der Kajüte. Aber James, wer ist am Steuer? George. George? Der automatische Pilot. Wir müssten Hongkong in ungefähr 8 Stunden erreichen. Wir werden erleben, was dabei rauskommt. Von mir aus kann der automatische Pilot im Kreis fahren. Nur an Schnickschnack, den kleinen Teufelsbraten, denkt niemand mehr. Plötzlich schiebt sich über dem Bett die Deckenvertäfelung zur Seite und mit einem Messer zwischen den Zähnen stürzt sich Schnickschnack auf Bond. Na warte. Mit einem Griff packt 007 den nächsten Koffer und stopft den kleinen Satan rein. Klappe zu. Du legst mich nicht noch mal rein. Ich krieg keine Luft. Au! Das wird Ihnen noch leid tun. Ich bin zwar klein, aber ich vergesse nie etwas. Au! Ich bring Sie um, wenn Sie mich hier nicht rauslassen. Aua! Lassen Sie mich hier raus! So ein grober Brülle! So, jetzt reicht aber. Mal nehme ich keine Rücksicht mehr. Was hast du mit ihm gemacht? Dreimal darfst du raten. Oh, James, du hast doch nicht... Doch, genau das habe ich. Sind die Glassplitter alle aus dem Bett raus? Ich möchte keinem raten, unsere Ruhe noch mal zu stören. Was meinst du? Na, wo waren wir stehen geblieben? Frag doch nicht so dumm. In dem Moment fährt neben dem Bett ein Telefon mit einem rot blinkenden Licht aus. Was ist los? Da ist was hochgekommen. Hallo? Ach, da sind Sie, Bond. Gut gemacht. Mein Glückwunsch. Danke, Sir. Ist Miss Goodnight bei Ihnen? Ich möchte Sie gerne in Augen besprechen. Augenblick. Sagt Bond. Und steckt den Hörer und das Bett. Bond, sind Sie da? Goodnight. Goodnight. Sie kommt sofort, Sir. Good night. Good night. Good night, Sir. Good night, good night. Sleep well, my dear. No need to fear. You want to get rid of someone, the man with the golden...